Dann kam es ja zu einer zweiten Migration für Sie, die Sie diesmal auch bewusst miterlebt haben, nämlich von Schwaben dann hier ins Rhein-Main-Gebiet. Genau. Können Sie sich daran bestimmt noch erinnern? Total, ja. Also das war für mich der erste große Bruch, den ich auch so mitbekommen habe. Also mein Vater hat, wie gesagt, damals die Arbeit verloren und hat hier in Frankfurt dann am Flughafen einen Job bekommen. Und so war dann das Thema auf einmal da. Also es hieß so, wir ziehen jetzt nach Frankfurt. Und damals kann ich mich gut daran erinnern, war eben die Tournee von Michael Jackson, die Bad-Tournee. Und als Kind hatte ich eben die Vorstellung, so das Dorf, das war ja das Einzige, was ich gekannt habe. Ich gehe da hin und treffe den einfach auf einer Straße. Ja, so habe ich mich darauf gefreut, da hinzusehen. Ja. Klar, als Kind erzählt man auch, ich ziehe jetzt nach Frankfurt und so. Und dann sind wir hierher gezogen. Das war, ich meine, dieses Bild werde ich nie vergessen, wo wir dann so an dieser Skyline vorbeigefahren sind. Ja. Also damals noch nicht so wie heute, aber trotzdem schon beeindruckend, ja, für uns. Also da habe ich mich wirklich das erste Mal richtig wie ein Ausländer gefühlt, weil wir irgendwie mit offenem Mund aus dem Fenster geguckt haben. Und dann eben, ja, Sprachprobleme, die aufgetreten sind, weil mich die Menschen nicht verstanden haben, weil ich extrem platt gesprochen habe, also Schwäbisch in Perfektion und sowieso auch immer so ein sehr aktives und sehr schnell sprechendes Kind war und sowieso schwer zu fassen war. Und wenn ich dann geredet habe, dann in einem Fluss und war für mich schwer zu verstehen, dass die Leute mich nicht verstehen. Also ich bin auch gar nicht mit dem Verständnis an die Leute reingetreten, sondern ich habe sie wirklich einfach in Grund und Boden geredet und habe mich einfach nur gewundert, dass sie mich fragend anschauen und nicht verstehen, was ich da erzähle. Ich habe sie ja verstanden. Also Was kam da für Reaktionen? ja, also von Gelächter bis hin zu völliger Irritation. Also es gab sogar zeitweise eine Debatte an der neuen Schule, ob sie mich in den Deutschkurs geben, ja, weil ich einfach, da stimmt, da gab es den Deutschkurs, jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, also war mir klar, dass ich perfekt Deutsch kann. Es war die Umstellung vom Schwäbischen eben auf das Hochdeutsche. War schon nicht ohne, sage ich jetzt mal, sich auch da anzupassen.